Huch. Guten Morgen und hobedere, meine Freunde des dichten Daddelns. Willkommen bei mir. Mein Name ist Leech, denn unser sind viele. Und ich habe heute wieder Nachtschicht beim Leichenbestatter, wie ihr sehen könnt. Heute haben wir die siebte Schicht. Ja. Genau. Ich hoffe, euch geht's gut. Soweit. Schon, ich habe jetzt 2 Tage frei. Ich glaube, morgen werde ich mit Aufräumen hier mal ein bisschen verbringen. Aber nicht heute. Heute, nur nicht morgen. Oder irgendwie so geht das doch. Ja, dann würde ich sagen, da schnacke ich nicht lang rum. Und springe gleich mal rein. So. Gut. Mal schauen, was uns heute erwartet. Mal schauen, wie wir es heute regeln. Wie ich mich anstelle. So, wir brauchen die Schlüssel. Ja, die nehmen wir mit. Und dann. Irgendwas gab es hier noch. Der Village meinte mal, irgendwo eine Münze. Warte mal. Mit der kann man irgendwas machen mit der Münze. Seht ihr eine Münze? Hey. Ich sehe keine Münze. Ich sehe ein Telefon. Da war keine Münze drin. Ah, hier kann man auch was aufmachen. Besteck. Tellers. Töpfes. Geht nicht. Geht nicht. Okay. Kühlschrank? Geht.
I. Klo geht nicht? Gut, dann gehen wir arbeiten. Wenn Klo nicht geht, gehen wir arbeiten. So. Gleich. Es regnet noch. So. Scheinbar nicht aufzuhören. Gut. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich die Türe von dem Auto zumache. Gut. Okay, gut. Gut, 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 gut. Also, wir brauchen mal den da. Ist vielleicht auch nicht verkehrt. Da sollten wir öfters reinhören, um vielleicht unsere Sanity ein bisschen bei Verstand zu behalten. Da ist eine Sch. Da ist eine Sch. Da ist auch eine Sch. Gut. So. Gut. Was haben wir? Ein Klemmbrett. At least I can keep track of things. Ja, wenigstens etwas, ne? So. Wir können ja gleich mal hier fünf drei drei eins eins sechs. Hallo? Ist da jemand? Gut. The Night Shift Database. A computer program combining all my findings into one reference point. The database contains all the information on the process of expulsion. And most importantly, all the markings of the known demonic names. If you ever forget what to do, replay these tapes or look it up in the database. The collection was habe ich zu dem Symbol früher gesagt? Ich weiß nicht mehr, es ist 7 oder so. Also das ging jetzt relativ quick. Habe ich jetzt nicht gelenkt? Gut. Dann schauen wir mal. Amber Rambler. Entschuldigung. Freddy Sims. Und Carl Lawrence. Ja, dann würde ich mir sagen, hol mir die Amber Rambler. Guter Name. So. Gut. Dann holen wir uns die gute mal. Komm mal mit, Amber.
La, 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 la. Haben wir denn hier irgendwas in der Nähe? Nö. Gut, dann zack. Und zack. Halt, stopp. So nicht. Genau. Gut, dann checken wir die Gute doch mal. Nö. Da hast du was. Gut. Dann schauen wir hier mal. Dreh dich mal, Süße. Da haben wir was. Sonst nichts. Gut. Danke für den Bang. Hallo! Chewie, den habe ich leider gesehen. Wie geht's, wie steht's? Freut mich, dass du reinschaust. Oh, der war laut. Sausack. Ja, tut mir leid. So. Alles fresh bei dich? So, tja. Ja. Gut, dann sind wir fertig. Ja, bei mich auch. War jetzt beim Hemdi, die haben Brownies gemacht. Sind ja nicht ganz gelungen, aber war nicht schlecht. Und jetzt habe ich mir gedacht, ja, jetzt machst du so einen kleinen Random Stream und spielst ein bisschen hier Dings, weißt du? Hab ich jetzt auch wieder eine Weile nicht gemacht. Jetzt dachte ich mir, machst du das mal heute. So. Amber, nicht weglaufen. Ich bin gleich wieder da. Nee, das will ich nicht. Den wollte ich weglegen. La 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 la. So. La 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 la. La 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 la. So. Türe bitte. So, gut. Also, wir müssen anfangen mit. Genau. Den Kiefer. So, dazu brauchen wir einmal die Dingers. Ich weiß gar nicht, wo jetzt in dieser Runde was liegt. Okay. Ja, da sind die Dingers. Ah, und da sind die Dingers. Schön. Alle Dingers dabei, die wir brauchen. Dann kümmern wir uns doch mal darum. Wie war dein Tag? Wow. Hast du einen gechillten Tag gehabt? There we go. So. Und dann wieder hin. Machen wir die Ohren auf, Süße. Zack, zack. Jetzt machst du wieder zu und schlaf gut. Alright. Ob du einen schönen Tag gehabt hast, also im Gechillten. Hast du mich so leise oder ist die Quali nicht gut? Soweit schon. Okay, das passt. So. Ah, okay. Ja, das erklärt's natürlich. So. Hat die sich bewegt?
Methanol fehlt noch. Schon gefunden. So. Jetzt einmal die Dinger. Einmal die Dinger. Dann brauchen wir sowas. Süße, sorry. Da, dann, da, jetzt wird's mal laut, mein Schatz. Ja, wieder eine Massenbombe raus hier. Passt, das tun wir raus und dann machen wir wieder zu. Hier gesehen. Ach so. Die Dinger waren, glaube ich, hier, genau. So. Und rein damit. Oder nicht? Schlecken. So. Will you help me? Ein kleines Foto, Vorderseite 1970, Rückseite des Jahr der Ankunft des Hauses des Todes, die Geburt seines Schöpfers, die ganze Zahl soll 6 sein. Aha. Verstanden. Drück doch Q. Also das ist verstanden, okay. Ist die weg. So. Und da haben wir, dann gehen wir jetzt wieder zurück. Machen dazu. Wir könnten ja mal. Okay. Gut, aber jetzt machen wir hier erstmal die Tür zu. Und hör mal dem Chef zu. At every moment, the demon is funneling its energy through you, weakening you, until you are unable to resist. Identifying a demonic entity is a delicate balance. The further you are from possession, the more time you have. The closer you are, the more the demon will make itself known, allowing you the information to guess its name. Ah, Donner, nicht nur im Game, sondern auch bei mir. Ja, 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 ja.
Weil bei uns ist es auch hier Wetter wie Sau. So, was müssen wir jetzt machen? Wieso ist da jetzt das Licht ausgegangen? Feuchtigkeitspflege auf das Gesicht geben. Wo? Haben wir das Zeug denn? Hier nicht. Hier auch nicht. Was gucke ich denn da rein? Das ist auch nicht. Nö, und... Ach, Schmarrn, das war doch hier. Blöder Hund. So, hier war die. Rebecca ist nicht da. Mein Name ist Leech. Ich helfe ihr aus. Die hat sich nicht gut gefühlt heute. Hat gesagt, wäre so ein Frauending. Hab ich gesagt, ist alles gut. Ich mach die Nachtschicht heute. Alright. Gibt Zuschläge, wisst ihr? So. Brauchen wir mal das Licht, die Funzel wieder an hier? So. Halt. Wir brauchen wieder so ein Dings. Da kommen wir mit der Amber. Vielen Dank. Gelacht. So. Und schwupps. Dann schauen wir uns mal den Guten an. Da hat er schon mal was. Sonst nicht. So. Da hinten hat er was? Lass mal die Füße im Auge behalten. There we go. Weird. So. Wo waren wir stehen geblieben? So. Habe ich den Fuß nicht? Ah, ich habe schon alle. So. Antrag Nummer 2 ist der Freddy Sims und der war 29 nur. Oh. Nicht alt.
So. Zack. Das bringen wir jetzt weg. Gut, hören wir nochmal dem Chef zu. To banish a demon to hell, it must be bound to its chosen body and burned. The three objects in this cabinet are your tools. First, the clay tablet in the center is called a mark. Placing the smaller pieces in the correct configuration will spell the demon's name. Second, the bottles on the top shelf are a special reagent that will react to the mark. Add a bottle to the embalming mixture during the process. So. When the mark is placed on the correct body, with the reagent inside, it will force the demon to become bound to it. Troops. Pay attention to signs that you have chosen. There we go. They can be obvious or extremely subtle. Once you are certain the demon is bound to its vessel, burn. Right. Finally, the pieces of paper on the right are called letting strips. It must inscribe the sigils of its name in our world to begin the evocation. You will need to uncover these sigils to use them. Hold a letting strip up while wandering the mortuary. If it begins to smolder and burn, you're close. When the paper combusts, the sigil has been revealed somewhere in that area. They can be anywhere. So look on walls, under objects, inside furniture, anywhere. The demon will can't hold it, can't hold anything to try and hide them else. So check regularly. Once you uncover the sigils, use the night shift database to decide which demon you're dealing with, and use that knowledge to create the mark. The steps are simple. Add the reagent to the embalming mixture. Uncover the sigils. Build the mark and place it on the body. Then, when you're certain, burn it in the retort. I'm missing something. Yo, thought you'd be hiding in the building place. Your dad needs a total fucking loser. Ja, ja, pass auf, da kommt noch ein Regen. Moment. So. Wir sollen unser Besteck mitnehmen. Oh nein! Wir haben wieder Hochwasser! Und jetzt? Toilette? Nein? Ach so. Schatz? Da badet jemand in unserer Küche. Hallo, Sie? You did this to me. Nee. It's all your fault. Das kenne ich gar nicht.
schlecht. Und vielleicht haben wir jetzt einen dritten Buchstaben. Ja. Die drei, also 7T und 3. Wir können ja gleich mal gucken, wer das sein soll. Sieben T und 3. Ist es keiner? Schauen wir da mal rein. Nee. Nee. Der könnte es sein. Wenn das letzte dieses ist, dann ist es der hier, aber wir schauen erstmal, ob hier noch einer da ist. Ja, dann ist es der. So, wie war denn der jetzt? 3? Ist das die 7 überhaupt? Wo hatten wir denn das erste Symbol? Das war doch gleich hier, ne? Ja, das Ding mit dem Zacken. Das Ding hier mit dem Zacken. Also 3, 7... T und die andere 3. Drei. Sieben. T. Und die andere 3. Gut. So. Was müssen wir jetzt noch machen? Methanol, Feuchtigkeitszahl, Feuchthaltmittel und Formaldehyd. Müssen wir noch rein. Das eine haben wir hier. Das waren jetzt eigentlich nur die letzten zwei, ne? Fuck, mein Herz. Heisch. Das war gemein. Kriegst du noch mehr Wunden? Bewegen sich deine Füße, mein Freund? Nicht, ne? So, Methanol dann. Nein. Was haben wir noch alles drin? Gut, Feuchtigkeitsmittel und so ist hier. Zwar Formaldehyd, aber hier ist das andere. Nee, nicht das. Hier. Genau. Schimpf du nur. So, dir schneide ich mal den Hals auf. So. Tut mir leid, aber ich muss dich mal durchspülen. So, das muss man danach machen. Pumpe ausschalten, Schläuche entfernen und Schnitt verschließen. Dann den leeren Infusionsbeutel, den könnte man ja schon mal nehmen. Wir könnten den schon mal füllen. Das hier oben. Boah, das ist ganz schön laut hier, das Ding. So, dann.
Achso, ich hab das noch nicht gemacht. Schups. Aber jetzt. Gut, rein damit. Ne? Aber jetzt. Okay. Nee. Okay, da. Oh, ich hab noch ein Eis, fällt mir ein. Aber das ist jetzt nicht wirklich ein Spiel, wo ich mal gemütlich ins Essen kann. Dann. Müssen wir raus. Ja. Yeah. Das da. Ja. Und zack. Symbol wir runden. Wir brauchen was, was dann diesen hier macht. Es könnte aber soweit sein. Also es könnte. Und danach müssen wir Feuchtigkeitspflege aufs Gesicht auftragen. Das war hier, oder? So. Ja, ich mach dir das weg. Oh, sorry, geh nicht. Entschuldigung. Right. Entschuldigung. Was? So. So, Karl. Du bist dran. So. Hello? Why are you coming? Ignorieren. Was ist denn jetzt los? No. No. I'm not going. I hate you. Please. Don't. Ach, das ist schon wieder. Das war doch auch irgendwie ganz... Thank you so much. I don't care about anything anymore. I don't want to be here without you. Please, just...
glaube, hier war nichts. Somebody! Get me out of here! They're gonna kill me! Somebody! 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 Save me! Okay, hier ist nichts. Was war denn hier? Die ist zu, okay. Oh, Tabletten, geil. Klammer schmeißen. Oh, schade. Sind leer. Gut. Nein. Ah. Kann man nicht nehmen? Ah, okay, die Schlüssel. Die können wir nehmen. Wo war jetzt der Bereich? Der war nicht da. Hier hinten, glaube ich, ne? Ja. Ja, was geht? Ja, da könnte ich hier die andere Münze in die Hand legen, aber... Die haben wir nicht. Die Kette meines Vaters. Und die Münze meines Vaters. Also tut mir leid, ich kann dir nichts geben. Oder habe ich die hier irgendwo übersehen? Ich weiß nicht, gab es überhaupt irgendwas, was man der in die Hand tun kann? Außer die Münze, die ich jetzt natürlich nicht habe. Nee, das wollen wir nicht. Nee. Psst. Die Leute schlafen. Seid nicht so laut. Du Knall. Kann ich die Pillen nicht nehmen und ihr geben? Nein? Wo waren die überhaupt? Ja, Mädel, ich. You should have died when you had the chance. Anubis. Oh, hello! Grüß dich, du Sack. Aber das mit dem Verbrennen, das hatten wir jetzt auch noch nicht. Das ist neu. Das war das Gute. Ja, das war's in der Tat. Was mache ich denn hier überhaupt? So, wie geht's dir? Freut mich, dass du reinklickst. Alles fresh bei dich? Bin ich mir nicht mehr sicher, weil das Symbol. Das könnte schon noch das werden. Wenn das wird's nicht und. Ja, das wird das. Ja, danke. Also mir soweit auch. Mit Chewie weiß ich nicht.
Ich weiß auch gar nicht, ob der Hund da ist. Der ist ja mal da, mal nicht. The Night Shift Database. A computer program combining all my findings into one reference. The door is open. The four seals have marked my coming. I am here. The halls of Satan, they call my return. The broken will become my vessel. Those who do not know me will know me when they hear the knock. Do you know me? I know you. Das ist neu. Da brauche ich jetzt erstmal kurz. Haus der Boshaftigkeit. Der hat das Todsein nicht ganz verstanden. Haus der Boshaftigkeit verstehe ich nicht. Und das mit dem Todsein verstehen, ja, das hat der, das, also so wie das aussieht, das hat der junge Mann definitiv nicht verstanden. Ich weiß es nicht, also ich wüsste nicht, dass es ein Update überhaupt gab. Also ich hätte davon nichts mitgekriegt, aber das hier, das kenne ich noch nicht. Aber ich kenne ja sowieso noch nicht alles von dem Spiel. Mir fehlt ja auch noch, glaube ich, zwei oder drei Enden fehlen mir, glaube ich, noch. Ich glaube, zwei eher. Back to back. Was ist back to back? Erklären Sie sich bitte, damit ich nicht dumm sterben muss. Ist halt krank. Du meinst, wie der Dämon mir die Dinger um die Ohren pfeffert, oder was? Also eins nach dem anderen, ohne Pausen. Okay. Aber jetzt hier im Kontext zum Spiel, meinst du, wie mir der Dämon das um die Ohren haut? Ja, also der hat ziemlich gut losgelegt, aber ich muss allgemein sagen, dass das ziemlich angezogen hat in dem Spiel. Und das von der zweiten Nacht an eigentlich hat das ziemlich angezogen. Und ich mach mal kurz die Iris zu. Also wie gesagt, die erste Nacht, die Tutorial-Nacht, die war noch ziemlich in Ordnung und ab der nächsten hat das Spiel gleich voll angezogen, finde ich. Huch. Lol. Uiui. Das kratzt ganz schön. Jetzt ist auch meine Frage, ist jetzt eher auch die besessene Leiche oder täuscht mich das nur?
Oje, gut, der junge Mann liegt noch da. Aber wieso? Nee. Überhaupt nicht. Was muss ich machen? Ich habe noch nicht mal untersucht, den jungen Mann. Stimmt, der hat mich ja gleich zugelabert. Ich wollte ja gerade anfangen, da hat er mich schon zugelabert. Euch geht auch, tut mir leid, aber dem möchte ich nicht die Hand geben. So, der Carl Lawrence ist 71, hat Flecken am Kopf, hat Flecken am linken Arm und hat einen Ausschlag am rechten Bein. Ich habe ja keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Nein, sie ist es. Gehst du bitte wieder zurück in die Kühlung? Ja. Wo ist denn hier der Lichtschalter? Das ist die gute hier, glaube ich. Okay, krass. Gewalttätig ist die Alte auch noch. I can't use that here. Warum nicht? So richtig? Ah ne, ich hab quasi verkehrt, okay. So. Dann fangen wir mal an. Das muss ich aber noch gar nicht nehmen. Ich brauche jetzt dieses Dings, jenes Dings und das da. So. Zack. 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 So. Oops. Oops. And the there we go. Das, ich weiß es echt nicht, ob das Safety-Leiche ist. Alright. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist die alte. Oh.
Weil die hat mich auch angegriffen und alles. Ich glaube, das ist die Alte. So. Ja, das kann natürlich auch sein. Und jetzt ist das wohlgemerkt auch meine erste Runde heute. Ne? Also, ich habe noch nicht mehr. Also, das ist meine erste Runde heute. Auch das erste Game. Du blöde Bitte, du. Ei. Sitzt der da, das gibt's ja nicht. So. I'm missing something. Ja, ich weiß. Entschuldigung. Ganz schön laut. Ja, da unten, da wo dieser Glasschrank ist, hier. Da saß hier unten quasi das weiße Ding, was auch mal da hinten im Eck steht oder auch mal hier oben vorgekrochen kommt. Das saß da hinten quasi zwischen Schrank und, also hier saß das und hat halt vorgeguckt. Und ich hab's nicht gesehen. Erst als ich quasi hier war und quasi hergehen wollte, habe ich es auch nur gesehen, weil es sich dann quasi bewegt hat. Ah, du hast es eh. Ja, siehst du. What? Jawohl. People make up stories. Death is a scary thing to a lot of people. No one's embalming any ghost bodies or whatever. Jetzt müssen wir uns beeilen. Jetzt müssen wir uns beeilen. Aber danke für den Clip. Ich finde es immer nice, wenn ihr Clips macht davon. Clips sind immer gut. Ich muss nur mal anfangen, die auf TikTok hochzuladen. There we go. Ja. Genau. La 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 la. Zack. Und zack. Schwupps. Warum geht da eigentlich das Gerät von alleine aus? Und ja, eigentlich ist es logisch, weil es spült jetzt durch und dann schaltet es ab. So, Feuchtigkeitspflege. So. Das bringt nichts. Alright. Weg da! Hi! The fuck no! Oh
Aber da du jetzt langsam anfängst, penetrant zu werden, denke ich mir, ich werde dich jetzt los. So, du guter Mann, kommst mal hier rein. Nee, das wollte ich nicht. Sonst pass auf, Obacht. Früher war es schlimmer, es war noch laut und es ist nicht von alleine ausgegangen. Naja, also es ist laut, wenn du die Leiche durchspülst und da geht es nicht von alleine aus. Also das ist richtig laut. Na, was ist jetzt? Die hat er schon gehabt. Ich habe noch nie gesehen, dass sich von irgendjemandem die Füße bewegt haben oder irgendwas anderes. Du hast versucht, mich anzugreifen. Du hast mich angegriffen. So. Tschüss. Weil die mich angegriffen hat. Fand ich nicht nett. Wäre sie nett gewesen, wäre ich auch nett. Die Animation kommt immer, schade. Ob man den richtigen Körper verbrannt hat oder nicht, ob man den richtigen Dämon hat oder nicht, ist egal. Ach so. Und ich weiß doch, ich bin nur drauf angesprungen. It's nice not to be the one down for a change. Mr. Dover? I think you can just call me Raymond at this point. Do you always just pass out and wake up on the floor? It takes a lot out of you. I've never simply walked out of here after. You get used to it. I'll be sure to clean the floors better. Raymond, will this ever end? I honestly don't know. I've been doing this a long time, Rebecca. I've traveled all over, learning everything I can. I've never found anything that could put a stop to it. So no. I don't think it does. So, we're just like this yeah. forever? It was hard for me too. But this is the life we get. We have to face our worst selves constantly. But the better we know ourselves, the stronger we are. Why don't you head home? Get some rest. Who knows what's coming tonight? Weißt, ich denk mir, dass eine Leiche redet. Oh, danke, danke. Vielen Dank. Was? Ich glaube, dass eine Leiche redet. Das macht jede, die du quasi jetzt bei dir auf dem Tisch liegen hast. Ich glaube, das tut jeder einfach um diesen Effekt quasi, halt durchführbar zu machen, aber dass
eine Leiche im Gang steht und dich dann angreift, ich glaube, das macht nur die Leiche, die im Schlusseffekt dann besessen ist. Ist meine Vermutung. Ach, schau an, drei Enden fehlen uns sogar. Überstandene Besessenheiten, eine. Aber ich habe sie doch nicht überstanden. Okay. Also für mich ist das irgendwie schon immer so hardcore, irgendwie so. Schauen wir mal, wie die Runde ist. Nacht Nummer 8. So. Hier soll es irgendwo eine Münze geben. Ich habe keine Münze gefunden. Weißt du, wo eine ist? Ich habe hier drin nachgeguckt. Ich finde, das sollte variieren. Es sollte Nächte geben, wo es anzieht, und es sollte Nächte geben, wo es halt richtig atmosphärisch ist. So ein Wechsel oder so random wäre ganz gut. So. Wir sind da. Dann nehmen wir einmal den. Und einmal die. So. Gut. Halt. Jetzt. Jawohl. Gut. At least I can keep track of things. Dann brauchen wir bitte. Acht, zwei, zwei, eins. Acht, zwei, zwei, eins. Das war wieder ein schönes kurzes. Schön. Chef. The Night Shift Database. A computer program combining all my findings into one reference point. The database contains all the information on the process of expulsion. Okay. The tools used. And most importantly, all the markings of the known demonic names. Replay these tapes or look it up in the database. So. The collection of demonic names is the most crucial piece to the puzzle. We will need this information. My ID card is in my personal belongings drawer. On the back, you can access it. Everett Patrick, Alinda Benton und Luciana Hart. Fangen wir heute in der achten Nacht fangen wir mal hinten an. Vorhin haben wir vorne angefangen, jetzt fangen wir mal hinten an. So. Mitkommen. Ja.
So. Gut. Dann schauen wir mal. So. So. Okay. Hat's nischt. Wie sieht's hier aus? Oh, nischt. Was war das? Irgendwo hat jemand geredet. Habe ich ein neues Papier überhaupt? Ja. There we go. So. Eintrag Nummer 1 ist Luciane Hart. Die war 80, hat einen Ausschlag am Kopf, hat ein Muttermal am linken Arm und am linken Bein. Ach, dieses alte Gebäude. So. La 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 la. La 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 la. Gut, dann ja, genau, Kiefer. So. Machen wir hier auf. Haben wir das Zeug denn hier irgendwo rumliegen? Wir haben einmal. Wo kommst du her jetzt? Das da. Waren doch Schritte. Gut. Wir brauchen noch. Ich glaube, die Nadeln, oder? Sind sie nicht auf dem Dresden? Da sind sie nicht. Das hört sich wieder an wie Schritte. Da nicht, da nicht, da nicht. Hier nicht. Da waren die Dinger. Da waren die. Hä? Oh lol. Da oben ist ja noch nie was gestanden. So, ich habe mich in den Lurk. Ich chill mich hin, guckt aber weiter zu. Alles klar. Dann danke ich dir erstmal für den Lurch. Und chill mal ein bisschen. Chillen ist nie verkehrt, das weißt du. Bin ich ein großer Freund von. So. Na, komm schon. So. There we go. So. Ja. All right. Gut, was als nächstes? Ein Balsamierungsflüssigkeit. Dann nehmen wir erstmal die, weil wir wissen ja nicht, welche Leiche es ist. Einfach mal rein prophylaktisch. Warte mal, da ist eh eine Flüssigkeit. Hier ist die andere. Hier ist noch eine.
dass die andere... Jawohl. Mal alle vier so offensichtlich rumstehen, das ist schön. Gut, ich brauche ein Skalpell. Ich brauche die Schere. Und ich glaube hier, genau, war der Schlauch. So, dann kommen wir her, meine Gute. Die da kommen her und die da kommen hin. Schon laut. Wer ist denn das? Der taucht ziemlich oft auf. Das nervt mich. So. Dann hören wir uns die nächste Tape vom Chef an. Das sieht cool aus, mir nur nie aufgefallen. Das habe ich gesehen, ja, aber das ist ja so nie aufgefallen. So, dann mehr Infusionbeutel, ja genau, dann kommt das hier, dann brauche ich das da. Die kann ich mitnehmen. Und zack. Dann kommen wir hier. Andere Objekte stelle ich mir fies vor. Once you uncover the sigils, use the night shift database to decide which demon you're dealing so. With. And use that knowledge to create the mark. Schon wieder die hier. Add the reagent to the embalming mixture. Uncover the sigils. Build the mark in place. Hatten wir doch schon. Then, when you're certain, burn it in the retort. So. Habe ich die Tür nicht offen gelassen? Die mach ich doch selten hinter mir. Also, die mach ich nur hinter mir zu, wenn ich doch reinkomme. Aber ich will nicht rausgehen. So, was brauche ich denn danach? Feuchtigkeitspflege. Die war ja ganz unten, oder? So. Weg hier. Schub. Welcome to Leech Playing with Dead Persons. Ja, ein Nikon. Na, alles fresh bei dir? Freut mich, dass du reinklickst. Wie geht's dir? Lang nicht mehr gesehen. Ich glaube, ich habe hinten angefangen, ne? Ja. Und nein, ich bin nicht am Spielen mit toten Menschen. Ich mache die, ja, ich reinige sie und mache sie für den letzten Weg fertig und so. So, wer ist denn der Nächste? Die Linda Benden. Huch.
Ja. Wir haben bis jetzt nur das G, ne? Wieso ist das Licht jetzt aus? Ja, kann ich klagen und selbst und natürlich. Servus. Also, ich erschrecke immer, wenn meine eigenen reinkommen. Aber die habe ich mit in dem Ordner drin. Ich dachte mir, es ist cool, wenn die User mich mit meinem eigenen Dingens hier begrüßen können. So, da hat's nichts. Na, was hast denn du sie die Tage getrieben? Da hat sie was, aber das kann man nicht nehmen. Da auch. Das hatte die andere Leiche aber auch und er war es aber nicht. So. Here we go. Jetzt gibt sie mir schon, Habe ich hier was? Ich muss mal so ein bisschen rumgucken. Weil ich habe bis jetzt nur einen Buchstaben hat er mir bis jetzt gezeigt. Der uns den ersten Buchstaben gezeigt gehabt. Das war nicht hier. Hier auch nicht. Aber war das nicht einer der Schränke? Nein? Ach nein, da. Ah, der Fusion. So, auf jeden Fall brauchen wir einmal das. Das und... Ei. Also ich habe das noch gar nicht eingetragen, ich Dödel. So, Eintrag 2 ist die, Linda Benton, die war 75, hat ein Hämangiom am Kopf, eine leichte Abschürfung auf der linken Schulter und Flecken am linken Bein. Ich könnte einen neuen Zettel gebrauchen, um an meinem Chef zu hören. Hi. Hallo. Brutality, freut mich, dass du da bist. Grüß dich. Na, wie geht's? Wie steht's? Freut mich wirklich, dass du reinklickst. Aber der Auftritt, den müssen wir noch üben. Das müssen wir noch üben. So, was schreibt der andere? Irgendwas mit, das kann ich nicht mal lesen. Und geschlafen, bisschen Dead by Daylight und so. Also nichts Spannendes. Gerade aber abgehört, jetzt kopieren noch mehr Hersteller Capcoms. Wie remaken alles, weil uns nichts einfällt. Weiß ja nicht, was ich vom Most Wanted Remake halten soll, wenn es kommt. Das 2014 war ja schon krass übertrieben. Und auch für Yui, ich sag nur, erster Gegner mit Bugatti, Varian. Ja, okay. Also, ich meine, ich will ein Remake oder einen dritten Teil von Underground. Danke für den Clip, Chewie. Jetzt sind sie alle da. Oh. Gottes Willen. Allowing you the information to guess
The only way I've found to tell how far along a possession he is on know. Road is to scribble on a piece of paper. Don't think about it. Just scribble. Look carefully. If you notice anything strange, it's starting to take hold. Nee, okay. There's a notepad and a pencil on the desk in the front room. Checking from time to time can give an idea. Wir haben Krieg. Es wird was. Na ja, Brutality, alles fit bei dir. Ja, mit was? Ich weiß nicht, mit was wir im Krieg sind. Ja, bei mir auch. Ich habe jetzt 2 Tage frei. Ich werde einen Teufel tun. Schon wieder. Haben wir doch schon. Hab nur die Bombe platzen hören. Nee, das war keine Bombe, das ist Peng. Das der Brutality, der sagt, er hat eine Pistole neben mein Ohr gehalten und hat da abgedrückt. Das war mega laut. Oh, jetzt habe ich wieder Wasser in der Hütte. Hatte ich doch erst letzte Nacht. Ja. Ging mir nicht anders. Also ich meine, ich bin auch erschrocken. You did this to me. Nee. It was all your fault. Du bist ausgerutscht. Zweimal nacheinander klappt das nicht bei mir. Jetzt sind alle Schränke offen. Tut mir leid, mein Freund. Genau. Wobei Need for Speed, wo sie mehrere alte Teile mit verbinden, wäre schon geil. So Need for Speed 3 mit Skalp-Funktion aus Carbon und so wäre bestimmt geil, aber ja. Da guckt er. Ja, tut mir leid. Also manchmal kommt's vor, da. Habt ihr verkackt? Da habt ihr verkackt. Man erwischt mich nicht immer. Der Tobi hat es auch ganz am Anfang probiert und hat mich da überhaupt nicht erwischt. Ganz am Anfang. Ja. Ja, der erste, den du gemacht hast, hat ja nicht. Ja, Underground. Ich würde gerne ein Underground Remake haben wollen, aber Most Wanted machen sie jetzt. Das braucht doch kein Mensch. Most Wanted fand ich gar nicht so gut. Wenn ich ehrlich sein darf. Wie Benny oder zu was bezogen, Anubis? Ja, genau. Ja, der Zombie war gut, ja. Deiner schon, Anubis seiner nicht. Ich fand den ersten cool. 2 fand ich auch, aber beim 2 haben mir die Strecken und die Musik hat mir nicht so getaugt. Aber die Idee mit dieser Open World, die fand ich schon auch cool beim 2. Die Grafik war nice.
Aber den ersten fand ich halt immer noch am geilsten. Warum nicht? Underground sind die Scheiße. Hä? Ach so, warum nicht Underground? Komm mal, sind die Scheiße. Ja, das frage ich mich auch. Oder einen dritten Teil, entweder ein Remake. Oder einen dritten Teil. Oder wie wär's mit einem Remake, was Teil 1 und 2 vielleicht miteinander verbindet oder irgendwas. Keine Ahnung. What? Who knows? Irgendwas Cooles halt auf jeden Fall. So krieg ich jetzt wenigstens mein... Wieso ist hier Strom aus? Das Licht mal nicht. Nein? Kriegst du einen dritten Buchstaben? Jawohl. Ja, ein Most Wanted machen sie. Und dieses T. Most Wanted machen sie. Genau, genau. Ja, Nikon, hast du recht. Es hat ja keiner gesagt, dass du nicht recht hast, Schubi. Hat keiner gesagt. Also ich zumindest nicht. Ach so. Wenn sie das letzte Most Wanted kopieren, schwierig, zumal wieder im 3 immer wieder verschwindet und dann irgendwo eins oder. Ja, also. So. Dann füllen wir die gute Mauf. Ich will mal entweder einen neuen Underground-Teil oder ein Remake von 1 oder 2. Oder am besten 1 und 2 gemischt oder beide zusammen. Meine Rede, Brutalität, das ist dasselbe wie die Fans von Resident Evil so ein Bleistift ein Remake von Teil 1 wünschen. In quasi mit dem Gameplay von dem Remake von Teil 2, 3, 4 und aufwärts. Auch in die anderen halt Spiele halt. Und ich denke mir, wozu ein Remake? Teil 1 hat ein Remake, was perfekt ist. Weil ich meine, das Remake von Teil 2 war gut, aber nicht perfekt. Und das Remake von Teil 3 ist meiner Meinung nach ja nach wie vor nicht resistent, existent. Also, warum Neues machen mit dieser blöden Kamerasicht? Also das erste Remake, das passt genauso, wie es ist. Und. Most Wanted nochmal, verstehe ich auch nicht. Ja, glaube ich auch, Nikon. Ja, genau, und weil das schlecht war. Genau, genau. Deswegen machen sie noch mal eins. Alter, nein, bleib da drin, lass mich raus. Ah! Das war neu. Das war creepy. Es
gibt ein Fanprojekt zu Underground 2, erzähl mir mehr davon. Aber bitte nicht in so riesen Blöcken, sondern schreib das so einzeln, dass ich Zeit habe, das zu lesen. So. Oder sowas, das wäre auch natürlich cool. Aber in Tokyo Drift ging es halt überwiegend um Driften. So, jetzt schauen wir mal, wer das sein könnte. Wir haben G. Und wir haben das T. Wie viele Symbole haben wir denn jetzt? Überhaupt. Lass mal gucken. Also wir haben hier... haben wir das G. Schmarren. Hier hinten... haben wir dieses T. Haben wir jetzt hier draußen noch eins? Noch nicht, oder? Doch, da hinten. Dieses H. Ja, da hat sich ein Fan rangesetzt und die Grafik gepasst und so, aber ich schick das Spiel. Ja, mach das mal. Ich meine auch eher von der Story her, sprich, du fängst bei Null an und baust das Stück. Ja, okay, das wäre auch cool. So, jetzt schauen wir nochmal nach. Dieses Symbol ist das. Aber das hat nicht das G drin. Von denen ist es schon mal keiner. GTH. Ja, der könnte es sein. Der Asel. Blöder Hund. So, ich guck mal kurz hier. G, H, aber da mal die. Das T nicht drin. Ja, es ist Asel. Das heißt, wir brauchen... Okay, jetzt ist weg. Wirbel HGT. Wirbel H G und T. Das ist, glaube ich, noch die erste Leiche an dem Abend, oder? Ne, die zweite. Ah, schön. Hat er gleich genommen. Geil. Das ist die zweite, glaube ich. Alright. Du bist's. Okay.
Dann werden wir jetzt mal aufs Ganze gehen. Ich hab dich nicht rausgeholt, oder? Gut. Dann komm mit. Dann komm mit, mein Freund. Ich werde jetzt auf gut Glück machen, vor allen Dingen, da du dich hier so anbietest. Ich weiß es nicht, aber wir werden sehen. Na, tschüss. Das ist zumindest der richtige Dämon, den wir haben. Ich bin mir sicher, dass wir noch... einen Tod kriegen, wenn ich den falschen Dämon errate. Aber dazu müsste ich einfach mal irgendeinen nehmen oder Symbole zusammenknallen und eine Leiche verbrennen. You've come a long way. It's nice not to be the one down there for a change. Mr. Dover? I think you can just call me Raymond at this point. Do you always just pass out and sleep on the floor? It takes a lot out of you. I've never simply walked out of here after. You get used to it. I'll be sure to clean the floors better. Raymond, will this ever end? I honestly don't know. I've been doing this a long time, Rebecca. I've traveled all over, learning everything I can. I've never found anything that could put a stop to it. So no, I don't think it does. Okay. So, we're just like this forever? It was hard for me too. But this is the life we get. We have to face our worst selves constantly. But the better we know ourselves, the stronger we are. Ladies and gentlemen, es startet ein neues Battle Royale der Avatare. Viel Glück an die Teilnehmer. Viel Glück. Ihr hohen Kobolde. Wir haben ziemlich viele Leichen einbalsamiert. Wir können ja mal rausfinden, was passiert, wenn ich jetzt die erste Leiche, die wir rausnehmen. Geil, ich habe gewonnen. Nice. Die erste Leiche, wenn ich rausnehme, wenn ich die ganz normal abarbeite.
Ja, du mich auch. Und, nachdem ich die halt so abgearbeitet habe, dass ich da einfach mal ein paar Symbole blub auf den Stein knall, den rausnehmen und die verbrennen. Wenn es überhaupt geht, ansonsten suche ich mir irgendeinen Dämon raus und verbrenne den. Natürlich muss ich hoffen, dass ich nicht auf gut Glück den richtigen erwische. Sonst könnten wir ja das Ende nicht sehen, was ich vermute, was kommt, wenn ich den falschen Dämon habe. Und den falschen Körper, versteht sich. Aber wenn wir mit dem Körper auf gut Glück den richtigen erwischen, ist mir es auch wurscht. Weil falscher Dämon und so. Nur beides zur selben Zeit auf gut Glück richtig, das wäre scheiße. Ich glaube, das werde ich jetzt so machen. Wie Schiebung? Ja, wenn du meinst, es ist Schiebung hier, mein Freund, dann starte doch selber eins. Nochmal. Wenn du es nicht tust, akzeptierst du, dass ich gewonnen habe. Ich weiß nicht, wer gegen mich zuletzt gekämpft hat, aber es ist so. Trotzdem Schiebung. Ja, wenn du der Meinung bist, dann starte Neues oder schweige und akzeptiere. Schiebung. Schweig. Jetzt ist die Chance vorbei und es war keine Schiebung. Du hast keins neu gestartet, du hast es akzeptiert, dass ich gewonnen habe, also Ruhe jetzt. Also das hat sie nicht richtig ausgesprochen, was auch immer sie da jetzt irgendwie gemeint gelesen zu haben, es war falsch. Geht hier gleich übrigens weiter. Ich muss mir hier nur. Ah, au. Ja, ja, das war jetzt wird, gell? Also, wie sie es jetzt ausgesprochen hat, dass das letzte Schiebung, das war. Weird. Da stimme ich dir zu. Was ist das jetzt? Auch das zu weh? Werde ich alt oder was? Kann ich nicht gebrauchen. Alt werden. Pfui. Ich kümmere mich gerne um Alter, aber ich muss nicht alt werden. Das muss nicht sein. So. Schicht Nummer 9. Schicht Nummer 9.
Ich überlege mir gerade, wie viele Schichten ich heute hier mache. Und was ich danach mache. Also es wird definitiv ja weitergehen, aber ich weiß noch nicht wie. Auf den Hanfladen habe ich heute keine Lust. Ich hätte Dead Space 2 noch zum Finishen, ne? Wir hätten bei Harry Potter, bei Hogwarts hätten wir noch die ZAGs. Was hätten wir noch offen? Hogwarts, Dead Space 2. Was haben wir noch offen? Ich könnte Terraform, aber habe ich jetzt auch nicht so wirklich Lust zu. Mach ich mir später Gedanken dazu. Wir machen jetzt hier noch eine Schicht. Oh, was ist das? Das tut weh. Die wird flotter als die anderen Schichten auf jeden Fall. Und danach haue ich euch sowieso mal in die Pause, weil ich pinkeln muss. Ich wüsste nicht, wo hier eine Münze sein soll. So. Spider-Man hätten wir auch noch offen. Ja, klar. Hier, stimmt. Den haben wir noch offen. Damit wir mal Miles Morales spielen könnten. Teso hätten wir noch offen. Aber das ist eher was für Mittwoch. Apropos Mittwoch, ich weiß noch gar nicht, wie es mit Grounded diese Woche ausschaut. Ich muss da mal im Discord nachfragen. Wie es da aussieht. I can't use that here. Wie, du kannst nicht. Geht doch. So. So. Und Tür zu. Klemmbrett her. Keep track of things. Nee, komm wieder her. Und da ist jetzt unser Code 0329. 0329. 0329. So. Wir brauchen es zwar nicht, aber es wurscht. Ich jetzt einfach mal. The clay tablet in the center is called a mark. Placing the smaller pieces. Wir könnten aber auch The Beast Inside spielen, das habe ich ja auch offen. Das würde ich aber natürlich wieder neu anfangen. Das letzte Mal habe ich das dann nach eineinhalb Stunden oder so aufgehört, weil dann das Born online kam und mit dem habe ich ja dann Dämonologis gespielt. Also das könnten wir noch spielen, dann würde ich mal. The Beast Inside. Once you are certain the demon is bound to its vessel, burn it. Finally, the pieces of paper on the right are called letting strips. It must inscribe the sigils. Also das andere war nur gelaufen, ja, das habe ich auch gehört. You will need to uncover these sigils to use them. Hold the letting.
Ach, wir müssen sie erst mal angucken. So, gut, am Kopf hat sie nicht. Wie viel hat sie? Drei. Ah, da auf der Brust habe ich es gerade gesehen. Eins. Once you uncover the sigils, use the Night Shift database to decide which demon you're dealing with, and use that knowledge to create the mark. The steps are simple. Add the reagent to the embalming mixture. Uncover the sigils. Zwei. Add the mark and place it on the body. There we go. Then, when you're certain, burn it in the retort. Drei. Gut. So, wir haben Eintrag 1, da haben wir einmal die Mabel Downs. Die ist 86 Jahre alt gewesen. Hat an der rechten Schulter einen Ausschlag, am linken Arm hat sie einen Ausschlag und am linken Bein hat sie ein Muttermal. So. Und so. Komm doch mal her jetzt. So. So, wo haben wir denn alles in der Runde? Da haben wir einmal hier das. Wir haben hier einmal das. Da auf dem Dresen nicht. Da oben nicht. Hier stehen die Flaschen. Zack, zack, zack. Da löscht diesmal nichts. Okay, hier sind die Schläuche diesmal. Warte, wieso gucke ich nicht erstmal hier rein? So. Ich weiß nicht, was das war. Alright. Gut. Einmalsamierungsflüssigkeit. So, einmal das. Das nicht. Wer ist du's? Scheiße. Aber ist ja egal. Wir wollen ja mal, was passiert, wenn man falschen Dämon, falschen Körper hat. Das haben wir, das haben wir. Dann einmal das. Einmal das. Genau, und dann brauchen wir davon eins. Nee. Davon brauchen wir eins. Und die Schläuche waren hier, glaube ich, ne? Ja. So. Gut. Ganz schön laut der Mist. Mandy hätten wir auch mal angefangen, aber da kam ich ja irgendwann nicht weiter. Never forget what to do. Replay this.
Schwierig, schwierig. So. Das tun wir jetzt weg, dann machen wir das. Oh nö, mach das nicht. So, was als nächstes? Lerninfusionsbeutel. Warte mal, den haben wir hier gesehen. Und die Dinger waren hier, glaube ich. Zack. Ah, ich muss es auslösen. Hallo. Okay. So. Rein mit dir. Und dann einmal so. Das haben wir. Ah, jetzt müssen wir hier raus. Zack. Und zack. Und wieder zurück. Ganz schön schlechtes Wetter. Wieso ist eigentlich jeden Abend schlechtes Wetter, wenn ich Nachtdienst habe? Das ist doch kacke hier. Macht doch von Haus aus schon schlechte Stimmung. So. So Feuchtigkeitstücher, wo sind denn die? Sind denn die? Da waren die. Warte mal, nee. 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 Hier ist nichts. Ach, da. Nehmen wir die, bis wir die anderen gefunden haben. Oh. Das ist ein Ohm. Ja, das war jetzt auch hier eins. Oh, blöder Hund. So. Ja, es ist ein Ohm, dass es immer regnet, wenn ich Nachtschicht habe. Der irgendwie scheint es so. Alright. Gut, jetzt machen wir hier einfach mal ganz geilen Scheiß. Wir probieren mal aus, was passiert. Falscher Körper, falsche Symbole. So. Das Omen, ja, vielen Dank. So, dann burnen wir die mal. Schauen wir mal, was passiert. Ja, ist auf jeden Fall neu. Mr. Delver? Was ist das?
become possessed for the first time, okay. Aber ist doch nicht so, ich war doch schon mal besessen. Wieso hat das jetzt nicht als Ende gezählt? Es war doch ein anderes Ende. Das ist ja doof. Ah, vielleicht sollte ich mal irgendwann mal falscher Dämon oder... Vielleicht hat es jetzt auch nicht gezählt, weil es allgemein kein Dämon war. Also den, den wir ausgesucht haben. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall haue ich euch mal in die Pause. Und weil ich pickeln muss. Und noch was anderes kurz mache. Und dann schauen wir mal, mit was ich mich zurückmelde. Also lauft nicht weg. Und bis gleich.